207. Folge von Simotrans. Ja, wir sind unterwegs und wollen ein Schiff hier noch auf die Holzgeschichte setzen. Dafür müssen wir mal gerade da oben hin. Vielleicht machen wir das besser hier über die Karte. Das ist einfacher, ne? So, hier ist das Depot, das Dock, das Schiffsdepot. Und wir brauchen für Holz was. Holz. Welches haben wir denn da genommen? Ich glaube das hier, ne? Ja, denke ich mal. 180, 230, zack. Und das muss auf welche Linie? Schiffslinie Holz. Motorschiff hatten wir es auch schon mal genannt. Okay, und das startet dann auch. Gut, dann sollte das auch fahren. Weiß gar nicht, das andere müsste jetzt irgendwo hier unten ja auch sein, oder? War das nicht letztes Mal so, dass das hier irgendwo seine Kurve gemacht hat? Ah, ist jetzt schwierig, das zu finden wahrscheinlich. Das könnte jetzt auch hier lang rüber gefahren sein, ne? Na, ich weiß nicht. Ach nee, ich glaube, das war auch... Stopp. War da oben was? Nee, war ein Segelschiff. Da fährt auch das nicht rein. Das wäre auch Blödsinn, ne? Ja, das muss ja dann hier unten gerade irgendwo sein, ne? Oder? Ja, das hat ja gut geklappt mit dem Schiff finden, ne? Wo ist es denn? Fährt das doch erst bis hierhin und dann da lang? Ist verschollen. Das ist das Neue. Ist das da? Ah, hier ist es. Ja, Schiffslinie Holz. Fährt da lang. War da was drauf jetzt? Und macht miese. Weil so ein Schiff musste auch schon mal, ne? Auf dem Rückweg auch was mitnehmen. Gut, egal. Lass erst mal laufen. Wir müssten hier irgendwo jetzt die Papierfabrik haben, oder? Sind die hier? Da ist er. Die müssen wir jetzt da auch anschließen. Die muss ja jetzt noch Holz kriegen. Farbenstuhl, Kunststoff, nee, das Papier kriegen. Das Papier kam ja da hinten weg. Papierfabrik, die ja dann da ist. Und von hier aus nach da oben müssten wir dann eine Anbindung machen. Also, jetzt lass mal überlegen. Also hier haben wir die LKWs genommen, weil das relativ kurze Strecke ist. Könnte man da rein theoretisch ja auch machen, ne? Obwohl da schon tendenziell die Züge fahren könnten, ne? Aber die LKWs bringen das Holz hier hin, ne? Deswegen ist es vielleicht sinnig, dass man dann doch mit LKWs auch hier weiterarbeitet noch. Da 100 und dann geht die Reise hier los, oder? Ich mache die Straße aber ein bisschen mehr von hier. Hoch müssen wir einmal, ne? Ja. Also machen wir sie hier hoch, die Straße. Ist natürlich auch nicht angebunden, hat gut geklappt. So. Da
da lang. Und dahin, ne? Da wird abgeliefert erstmal. Das heißt, da muss noch ein Depot, ein Ablieferungsteil dahin. Und dann muss da unten einer losfahren, ne? Und von hier brauchen wir das dann, LKW, der Papier transportieren kann. Papier. Jetzt haben wir bestimmt Plastik. Ne, haben wir Papier. Okay, der sieht mal anders aus. Und hat diesen Anhänger. Gut, und startet noch kein Fahrzeug. Ne, wir müssen auch erst den Fahrplan erstellen. Ne, ist klar. Fährt. Hier los. Und dahin sollte hier oben 100% haben und braucht dann aber auch einen neuen Stellplatz, fällt mir gerade so ein. Ah, das war nicht so gut. Und das heißt dann, Schiffslinie. Wie sind wir das denn dann? Papier. Funktioniert super. Neue Linie. Papier. Schuss. Und ist das jetzt eine neue Linie? Und Schluss. Oh. Papier ist da. Irgendwie geht hier gerade nichts. Keine Ahnung, warum nicht. Irgendwas ist da gerade schief gelaufen. Spielerauswahl, dann geht's auch. Ja, hat man wohl irgendwie im Speicherstand anders. Guck mal, da gibt's einen Holz-LKW. Sind da jetzt OPQRS? Papier gibt es da jetzt auch. Jetzt starten wir den mal. Ich weiß jetzt nicht, ob der Staat den bezahlt hat. Wir haben ja noch eine Pause drin, ne? Kann man das irgendwo sehen? Eigentümer oder sowas? Statistiken? Ja, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Vielleicht weiß das einer, der Pumuckl, der könnte das vielleicht wissen, ne? Ja, keine Ahnung. Der fährt auf jeden Fall jetzt erstmal dahin und holt Papier. Interessant ist, dass der
Sag schon, so aussieht mit und ohne ist er flach, ne? Also Papier kopieren und starten, starten. Ich schätze mal, hier unten wird es irgendwo noch wieder eine Linie geben. Linie löschen. Linie löschen. Hat wieder geklappt, ne? Da fahren jetzt noch zwei, aber wir müssen, glaube ich, gleich noch gucken, dass wir hier keinen Stau verursachen mit der Anlieferung, weil wir wahrscheinlich hier, der hat jetzt zwei Papier gekriegt schon, wird auch gut produziert, dass wir die Lieferkette nachher hier haben, dann müssen wir da wahrscheinlich noch was hinbauen. Dann auch noch ein Schild. Fehlt hier sowieso, oder? Straße. 50. So. Und nee, dann machen wir das so. Und so. Und dann brauchen wir das. Da, da und da. Und dann brauchen wir noch das Schild. Das hier. So. Dann sollte das passen eigentlich, ne? Ist die Frage nur, wie viel Papier-LKW fahren da und wie viel andere fahren da? Keine Ahnung. Einer kommt da auf jeden Fall. Dreie sind auf der Seite. Zweier sind auf der anderen Seite. Und die zwei sollten eigentlich, sollen ja nicht blockieren. Also die drei sollten hier ja nur warten. Also müssten genug Buchten frei bleiben. Und die laufen ja auch. So, das bedeutet, die Papiergeschichte ist bis hierhin erstmal versorgt. Und dann geht's da gleich weiter. Maus. Und das Papier, Verpackungsmittel. Die brauchen jetzt noch die anderen Stoffe, ne? Damit hier produziert wird. Kunststoffgranulat brauchen die, Stahl und Farben. So, Raffinerie ist da. Stahl ist da. Chemie ist da. Und das andere Stahlwerk liefert auch sogar. Wow. Gut. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, wo ist der nächste Weg fürs Papier zu einem. Ja, wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Da ist es. Wo ist die nächste Anbindung hier? Ja, da geht's hin. Ich denke mal, diese Anlieferung, die jetzt von oben kommen, sollten dann alle definitiv mit, sag schon, Zug erfolgen. Dann würde ich sagen, bauen wir da eine Gleisanlage hin, die hier anfängt und da lang geht, ne? Passt genau auf den Dingens drauf zu, ne? Hier durch geht leider nicht. Dann fahren wir auch darüber. So. Machen wir bis dahin. Und da stehen schon drei Kohlezüge, ne, oder so. Da freuen wir uns dann schon dran, ne? Das heißt, hier ist schon, steht schon einer zu viel. Weil unser Zug dann da nicht durchkommt. Das bedeutet, wir müssen hier schon mal was anbauen.
Da muss eine Schräge hin. Die war richtig und das ist falsch. Nee. Machen wir hier mit. Passt. Und dann die Gleisanlage hier durchgezogen. Dann passt das da. Und einfach Signal. So rum. Und so rum. Dann sollte das schon mal klappen. Dann fährt der eine weiter nach da und dann ist es eigentlich aufgehoben, oder? Sieht gut aus. Und hier machen wir auf jeden Fall da noch so ein Signal, damit der Zug dann da reinfahren kann. So. Hier muss ein Bahnsteig hin dann. Güterbahnhof, Sendbahnsteig. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Komm, machen wir gleich hier noch einen neben. Und passt. So, das ist erledigt. Ausweichen vielleicht noch basteln. Da einer. Und wir können das Gleis ja auch doch hier durchziehen vielleicht, ne? Machen wir das Signal nochmal anders. Und so. Dann passt's. Gut, okay. Das kann weg, das kann weg. Jetzt müssen wir nur einen Zug da noch hin haben, ne? Und der muss viele Dinge mitnehmen. Erstmal zum Depot. Der macht ja eine Weltreise, ne? Das wird jetzt eine Lok. Zwar die. Und der muss hier anhalten. Weil hier gibt es die Farben. Fahrplan. Da geht's los. Fährt hier runter. Na da. Holt den Stahl. Fährt hier nicht hoch. Na doch, fährt hier hoch, aber nicht da, hält er nicht an. Hier muss auch nicht angehalten werden, aber hier muss angehalten werden. Hält da an. Und fährt dann weiter. Und ich hoffe, das passt dann. Und fährt hier hin. So, das hat er dann alles geholt. Und dann geht's zum Verpackungshersteller. Ne, das ist der Verpackungshersteller. Der ist ja hier. So, dann ist da eine neue Linie, die heißt, tja, wie heißt die? Also Güterzug. Eins, zwei, drei Waren. Nenne ich die erstmal. Gut.
der Zug 3 waren. Und dann, ach so, Anhänger brauchen wir noch, ne? Dafür brauchen wir dann, was brauchen wir dafür? Erstmal war Farben. Oh, ich glaube, hier ist gerade was schief gelaufen. Farben ist aber bestimmt ein Stück gut, oder? Ja. 25, 20, 23, 31. Also da. Definitiv 2. Nochmal 3. Das sind die Farben. Dann war Granulat noch, Kunststoffgranulat. Da gibt es spezielle Anhänger für. 40. Oh, 56 ist sogar noch größer. Da nochmal 2. Und dann brauchen wir noch den Stahl, ne? Stahl. Oh. Was haben wir denn hier? Torpedopfannenwagen. Wow, 160 Tonnen. Haltlänge? 5, dann 6. Dann machen wir nur 5. Und das Ganze... kopieren wir dann nochmal und starten das und hoffen, dass das funktioniert. So, Verpackungsmittel, wo kommen die hin? Geräte und Maschinenfabrik, die kriegen die Verpackungsmittel. Ja. Jetzt die Frage, die kriegen noch keine Bretter, ne? Hier kommt unser neuer Zug, oder? Den habe ich nicht erwischt. So, den nehmen wir mal mit auf Tour. Gucken. Wo hält denn der als erstes an? Chemiewerk, das ist hier unterwegs, ne, oder? Hardexen. Chemiewerk passt. Gucken, ob er da lädt. Der nimmt Stückgut wieder mit zurück. Könnte also vielleicht funktionieren, dass die Farben dann da hinten hin transportiert werden, ne? Ja, weiß keiner, ne? Maschinenfabrik, brauchen die denn jetzt auch die Farben noch? Die brauchen keine Farben mehr. Aber vielleicht wurden die Farben dann zum Baumarkt weitergeliefert. Ja, könnte sein. Ist die Frage, was mit dem Zug da überhaupt ist. Den müssen wir dann nochmal im Visier haben. Aber jetzt lass erstmal gucken. Der hat hier noch nichts aufgenommen. Nimmt er den Stahl mit? Stahl hat da 10 Tonnen. Chemiefabrik, irgendwas passt bei der Chemiefabrik gerade nicht, weil das ist mal angezeigt, aber es ist nichts passiert, oder was? Ah, eine Farbe. Irgendwer anders holt die da immer weg, wahrscheinlich. Also dieser Zug da braucht die, oder holt die. Und um Farben herzustellen oder Chemikalien braucht man Ölfeld, das passt ja schon, aber Baustofflager sind die Abnehmer. Ja, und da ist jetzt die Frage, warum kommt da nichts?
Ich glaube, wir müssen uns dann um die Salze das nächstens auch kümmern, ne? Gucken wir erstmal, dass mit dem Stahl hat geklappt. Hier wird ja jetzt, könnte ja transportiert werden, was ja nicht getan wird. Gucken. Jetzt kommt er ja schon bald da dran vorbei. Können wir gerade mal schneller laufen lassen. So, jetzt muss er sich den Weg frei machen, damit er da hinkommt. Funktioniert aber wohl. So, jetzt müsste er hier die Siloware kriegen, oder? Hat er auch. Das heißt, die Paletten fehlen uns, die Farben fehlen uns. So, kann er da durchfahren? Ja, ne? Das funktioniert alles soweit. Aber wir haben da keine Signale gesetzt, habe ich gerade eben gesehen. So, alles abgeliefert. Jetzt müsste er eigentlich mitnehmen, ne? Also, das ist ja hier. Die Farben sind jetzt der Fehler. So, da müssen wir noch Signale gerade setzen. Da oben sind sie hingewandert. So passt's, ne? Und da war es ja hingesetzt, oder? Ja, der zweite steht da auch schon. Der natürlich auch nichts mit hat, wahrscheinlich. Also das, was er mit hat, ist Stahl und Dingens. Das funktioniert, uns fehlen die Farben. So, die Farben bedeutet, er braucht Salze. Also diese Bude hier, um Chemikalien und Farben herzustellen, braucht man noch Salze. Gut. Und diese Geschichte müssen wir dann noch machen. Die fehlt uns da. Und da würde ich sagen, kümmern wir uns dann in der nächsten Folge rum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare sind wie immer herzlich willkommen. Schreibt was rein. Und ja, kommt ihr das Video dann auf anderen Plattformen auch noch teilen. Dann haben andere an Simotrans auch noch eine Freude, wenn zum Video, weil sie dann sehen können, wie es funktioniert. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.